Niner 2. ILS runway 25 right and ILS runway 25 left in use. Landing and departing runway 25 right and runway 25 left. VFR aircraft say direction of flight. All aircraft read back hold short instructions. Advise controller on initial contact, you have Quebec. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Wir sind Padlös Türmlös und neben mir sitzt Stephanius Stimmler. Wir fliegen vom BER Berlin-Brandenburg Flughafen zum Flughafen Salzburg. Wir starten in östliche Richtung von der Startbahn 25 links. Dann werden wir nach Süden drehen und geradeaus in Richtung der Alpen fliegen. Wir landen weiter nach Süden gerichtet auf der Landebahn 15, der einzigen Start- und Landebahn des Flughafens in Salzburg. Unsere Flugdauer heute beträgt 55 Minuten. Im Reiseflug wollen wir Ihnen das Meter zeigen, aber im Voraus, es wird sehr spannend, sehr kompliziert und Ihnen erwartet zur Belohnung ein wunderschöner Rundflug über Salzburg. Berlin Clearance Delivery Eurowings 8143 IFR to Salzburg, ready to copy. Eurowings 8143 is cleared to Salzburg Airport as filed. Takeoff runway 25 left climb and maintain 6,000 feet. Departure frequency is 125.8.5534. Eurowings 8143 cleared to Salzburg Airport as filed. Takeoff runway 25 left climb and maintain 6,000 feet. Departure on 125.8.5534. Eurowings 8143, read back correct. Contact ground on 129.605. Good day. Berlin ground Eurowings 8143 with Quebec ready to taxi IFR. Eurowings 8143 taxi to and hold short of runway 25 left using taxiway Victor 2 Charlie Bravo Mike 8. Contact tower on 120.03 when ready. Taxi to and hold short runway 25 left via taxiway Victor 2 Charlie Bravo Mike 8 Eurowings 8143. Thank you.
So, jetzt befinden wir uns im Reiseflug. Ich habe uns mal ein Beispiel-Mietag vom Flughafen in Salzburg ausgedacht. Dort steht LOWS 101130Z 3004KT 9999FEW 050M00-M04 Q1013NOSIG. Deswegen wollen wir uns das Ganze jetzt mal anschauen. LOWS ist der ICAO-Code für den Flughafen Salzburg. An dieser Stelle könnte auch ein beliebig anderer ICAO-Code stehen. Dieser ICAO-Code muss aber zwingend den Flugplatz bzw. den Flughafen, für den das Meter gilt, beschreiben. Kommen wir zum nächsten. Hier steht 101130Z. Wir beginnen mit den ersten beiden Ziffern, der 10. Diese beschreiben den jeweiligen Tag des Monats. Also heute ist der 10. des Monats. Die nächsten vier Ziffern heißen 1130 und stehen für die Uhrzeit. Ja, aber in New York ist es ja eine ganz andere Zeitzone. Und deswegen steht das Z dahinter. Das Z heißt Zulu und beschreibt die UTC-Time. Diese UTC-Time ist auf der ganzen Welt gleich und richtet sich am Greenwich-Null-Meridian. In Europa bedeutet das, dass es in Winterzeit ist, es ist eine Stunde später, also 12.30 Uhr. Oder wenn die Sommerzeit gilt, ist es sogar schon 13.30 Uhr. Nehmen wir das nächste. 30004KT. Daraus kann man den Wind ablesen. Ja, wie wohl? Die ersten drei Ziffern 300 stehen für die Windrichtung, also 300 Grad. Und die 04KT steht für die Geschwindigkeit in Knoten. Also, das heißt, jetzt beträgt die Windgeschwindigkeit 4 Knoten aus 300 Grad. Das sind 7,4 km/h, was für ein A320 nichts ist. Das hält ja locker aus von der Struktur her. Bei anderen Maschinen, die deutlich kleiner sind, könnte es natürlich ab irgendeiner schon viel niedrigeren Windgeschwindigkeit kritisch werden. Aber das hält der 320 sicher aus. Das nächste heißt 9999, also 4 mal die 9. Und das steht für die Sichtweite. Die Sichtweite liegt also gerade bei 9999 Meter. Die Sichtweite kann aber durchaus auch mehr als 9999 Meter betragen. Das hängt natürlich dann davon ab, was jetzt gerade ist. Und das Meter hat eben nur eine bestimmte Anzahl an Zahlen für diese Sichtweite, die dann eben bei 9999 Meter aufhört. Kommen wir zum nächsten. Da steht FEW 050. Und da wollen wir erstmal mit diesem FEW anfangen. Das FEW steht für View. Also 1-2/8 der Bewölkung über 100 Fuß des Bodens. Und dann gibt es noch neben dem View weitere folgende andere Situationen der Wolken. Scattered, SCT, also sind es 3-4/8 der Bewölkung über 100 Fuß des Bodens. Broken ist gekürzt BKN, ist für 5-7/8. Und Overcast, gekürzt OVC, 8/8 der Bewölkung über 100 Fuß des Bodens. Der Himmel ist also komplett mit Wolken bedeckt. Dann gibt es noch CAO. CAFOK heißt Sailing Clouds Invisibility OK. Es gibt keine Gewitterwolken, keine Wolken unterhalb von 5000 Feet. Eine Sichtweite von über 10 Kilometer. Außerdem gibt es keine signifikanten Wettererscheinungen. NCD. No Clouds Detected. Also sind keine Wolken registriert oder es wurden keine Wolkenhöhen gemessen. Das letzte heißt NSC und das beschreibt Near Significant Cloud. Es gibt also keine Bewölkung unterhalb von 500 Fuß, beziehungsweise der Sektor Mindesthöhe sowie keine Gewitterwolken in diesem Bereich. NSC wird nur geschrieben, wenn keine anderen Bedingungen für CAFOK oder so ausgesprochen CAFOK gegeben sind. CLR
bedeutet clear, also 0,8 unter 12.000 Feet. Zurück zum eigentlichen Meter. Die Zahl 50 bedeutet die Höhe der Wolkenuntergrenze, 5.000 Fuß über dem Grund. Manchmal steht auch noch etwas über die Wolkenart dahinter. TCU heißt Towering Cumulus und CB heißt Cumulonimbus. Kommen wir zur Temperatur. Im nächsten Teil. M00-M04. Das M steht für Temperaturen unter dem Nullpunkt. M00, es herrscht eine Temperatur von 0 Grad Celsius. Hinter dem Schrägstrich steht der Taupunkt mit dem N davor. Also sind es nicht 0,4 Grad, also keine 4 Grad, sondern minus 4 Grad Celsius. Dann Q1013 steht für den Luftdruck in Hektopascal. Also gibt es gerade einen Luftdruck, beziehungsweise QNH genannt, von 1013 Hektopascal. Und dann steht als letztes noch dieses NOSIG, NOSIG. Das steht für No Significant Change. Also ist der Trend in den nächsten 2 Stunden ohne eine gravierende Änderung. Das muss aber nicht immer dastehen. Wenn BMCMG am Ende des Meters steht, heißt es Becoming. Es passiert also eine Änderung des Grundwetters oder Tempo. TMPO. Das heißt, in den nächsten 2 Stunden gibt es zeitweilige Schwankungen, die in einzelnen Fällen weniger als eine Stunde bestehen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen den komplizierten Sachverhalt besser erklären. Wir werden jetzt in Salzburg landen und dann werden wir Sie mit über einen Rundflug über Salzburg mitnehmen.
Wir sind jetzt in Salzburg gelandet und wollen Ihnen einen Rundflug über der Stadt mit der Festung Hohen Salzburg, dem Flughafen Salzburg und auch dem dazugehörigen Hangar 7 präsentieren. Willkommen zum Rundflug über Salzburg. Salzburg liegt am Nordrand von Österreich, also direkt an der deutsch-österreichischen Grenze. In Salzburg leben 155.416 Menschen auf einer Fläche von 65.065 Quadratkilometern. Das Wappen zeigt eine rote Fläche mit einer gezinnten Stadtmauer und einem silbernen sechsrechteckigen Turm. Wolfgang Amadeus Mozart, ein Komponist klassischer Musik und bei vielen sehr bekannt und auch in der ganzen Welt großer Beliebtheit, wurde geboren in Salzburg. Zu den beliebtesten Einrichtungen der Stadt Salzburg zählt die Stadtbibliothek Salzburg mit täglich über 1000 Besuchern. Direkt am Flughafen befindet sich der Hangar 7. Es ist eine große, aus Glas gebaute Halle mit zwei Rundtürmen, ebenfalls mit einer Fassade aus Glas. Die Festung Hohen Salzburg. Die Festung Hohen Salzburg entstand 1077. Die Festung ist eine der größten Burganlagen Europas mit einer bebauten Fläche von 7000 Quadratkilometern und mit den Bastien zusammen einer bebauten Fläche von 14.000 Quadratkilometern. Jährlich schauen sich diese Festung über 1 Million Besucher jährlich an. Kommen wir noch zum Flughafen Salzburg. Der Flughafen Salzburg wurde 1926 eröffnet und hat 2 Terminals. Somit nimmt er eine Fläche von 175 Hektar ein. Er besitzt eine Landebahn, die 15 bzw. 33, welche 2750 Meter lang ist und 45 Meter breit ist. Im Jahr 2019 wurden 1.717.991 Menschen abgefertigt. Das sind im Vergleich zum Münchner Flughafen aus dem Jahre 2019 46.241.894 Passagiere weniger. 2019 wurde die 60 Jahre alte Start- und Landebahn erneuert und LED-Lampen eingebaut. Am Flughafen hat Eurowings Europe eine ihrer vielen Basen. Es gab bisher nur 2 Zwischenfälle. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen und auch der Rundflug. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.